legendärer Rinderstall in Niedersachsen in der Nähe von Pferden. Landwirt Hermann Bormann vor den Trümmern seiner Existenz. Auf seinem Hof wütete eine tückische Rinderkrankheit. Er hat mehrere hundert Kühe und Kälber verloren. Schließlich musste er ganz aufgeben. Es ist auch sehr deprimierend, wenn immer wieder Tiere verenden und man praktisch machtlos ist. Man hat alles ausprobiert, man dreht sich im Kreis, man läuft wie gegen eine Wand, aber es ändert sich nichts. Und irgendwann ist man gesundheitlich dann auch an einem Punkt, wo man sagt, es geht nicht mehr. Deutschlandweit sterben Kühe und Kälber. Von Schleswig-Holstein bis Bayern. Nach Schätzungen von Experten sind schon mehr als 1000 Höfe betroffen. Für das Drama, das sich in vielen Beständen abspielt, wird ein Bakterium verantwortlich gemacht. Ein Erreger namens Clostridium botulinum, der ein extrem starkes Nervengift produzieren kann. Doch die Fachwelt streitet seit Jahren, ob das die eigentliche Ursache ist. Denn dieses Bakterium ist überall in der Umwelt zu finden. Warum sollte es auf manchen Höfen zu solchen Ausbrüchen kommen? Eine Spurensuche. Wir haben bei den Kühen, die als letzte den Stall verließen, am vorletzten Tag ihre Seins hier Proben entnommen und in Leipzig untersuchen lassen. Und dabei wurden Rückstände von Glyphosat festgestellt. Glyphosat? Das ist das Pflanzengift, das zuerst von dem US-amerikanischen Weltkonzern Monsanto auf den Markt gebracht wurde. Dieses Totalherbizid wird überall eingesetzt. Auf dem Gehweg zu Hause, in Kleingartenanlagen oder in der Landwirtschaft. Der Einsatz des Giftes gegen Unkraut steigt an. Selbst kurz vor der Ernte wird oft noch gespritzt. Die Pflanzen sind dann tot. Und das Korn an den vertrockneten Stängeln kann leichter eingebracht werden. Doch was könnte Glyphosat mit dem massiven Tiersterben zu tun haben? Seit Jahren erforscht die Mikrobiologin Professor Monika Krüger von der Universität Leipzig das Rinder- und Kälbersterben in Deutschland. In den betroffenen Herden sieht sie vielfältige, massive Lähmungen. Glauben Sie, dass dieser Bestand hier noch zu retten ist? Ich glaube das nicht, nein. Auch hier wieder eine Spur. Die untersuchten Rinder hatten Glyphosat im Urin. Und sogar der Landwirt selbst. Auch in vielen anderen Stellen, deutschlandweit, haben die Leipziger Wissenschaftler Rinderbestände auf Glyphosat untersucht. Fast überall ist es zu finden, mit teils hohen Werten. Das liegt vermutlich auch daran, dass ein Großteil des hierzulande verfütterten Kraftfutters aus Südamerika und den USA kommt. Dort wird Glyphosat noch wesentlich massiver gespritzt als in Europa. Österreich im vergangenen Oktober. Eine Veranstaltung für Landwirte. Riesenandrang. Der US-Wissenschaftler Don Huber auf Europatour. Er berichtet von großen Problemen der Viehwirtschaft in den USA. Es ist in manchen Herden so schlimm, dass 40-50% der Tiere ihre Kälber verlieren durch Fehlgeburten. Diese Bedingungen gefährden die Überlebensfähigkeit der Rinderzuchtindustrie, die auch durch die sinkende Qualität ihrer Produkte bedroht wird. Deductions in quality of the product. Professor Huber spricht den Verdacht aus, dass auch Glyphosat ein Grund für die Probleme sein könnte. Zurück nach Deutschland. Inzwischen hat Professor Krüger viele Proben auf Glyphosat untersucht. Auch im menschlichen Urin ist es nachweisbar. Von knapp 100 menschlichen Probanden hatten 2/3 Glyphosat im Urin. Zwar eine viel geringere Konzentration als in den Kühen, aber für die Wissenschaftler dennoch ein Signal. Auch sich selbst haben sie untersucht.
Es ging damals um das Einarbeiten eines Testsystems, negative Urine von meinen Mitarbeitern hier aus meinem Institut zu bekommen. Es war nicht möglich, auch ich bin nicht negativ gewesen. Alle hatten Glyphosat. Alle hatten Glyphosatmengen in sich, in unterschiedlichen Mengen natürlich, aber alle waren positiv, interessanterweise. Was muss man daraus schließen? Glyphosat ist allgegenwärtig? Das könnte die Schlussfolgerung sein. Zuständig für Gesundheitsrisiken, die durch Pestizidrückstände in Futter und Lebensmitteln entstehen können, ist das Bundesamt für Risikobewertung in Berlin. Ein Interview bekommen wir nicht. Schriftlich teilt man uns mit, zu Glyphosat gäbe es zahlreiche Studien. Aufnahmemengen unterhalb der gesetzlichen Höchstgehalte seien unbedenklich. Und über die tatsächliche Häufigkeit in der Gesamtbevölkerung könne nicht einmal spekuliert werden. Und was sagt Monsanto zu dem Verdacht, der auf seinem Erfolgsprodukt liegt? Auch hier kein Interview. Schriftlich heißt es, Glyphosat sei umfassend untersucht, ein Zusammenhang mit Botulismus nicht herstellbar. Und weiter, die Chemikalie sei für Pflanzen tödlich, weil sie einen Stoffwechselweg unterbricht, den Mensch und Tier nicht haben. Weshalb eine Gefährdung von Mensch und Tier unwahrscheinlich sei. Doch diese Argumentation könnte durch eine neue Studie der Leipziger Wissenschaftler ins Wanken geraten. Wir haben festgestellt, dass Glyphosat auf die gesundheitsfördernden Bakterien, wie zum Beispiel Lactobacillen, Bifidobakterien und so weiter, abtötend wirkt, während pathogene oder krankheitsauslösende Bakterienspezies durch das Glyphosat nicht beeinträchtigt werden. Sie können also an Masse zum Beispiel im Magen-Darm-Trakt gewinnen. Das heißt, Glyphosat schädigt demnach bestimmte Bakterien. Auch Mensch und Tier haben Milliarden Bakterien in sich. Wird deren Gleichgewicht gestört, wäre das ein Faktor für ein erhöhtes Krankheitsrisiko. So die These. Aus unserer Sicht spielt Glyphosat hinsichtlich der Erkrankungsgeschehen in den Rinderbeständen eine wesentliche Rolle. Das Bundesamt für Risikobewertung teilt mit, negative Auswirkungen von Glyphosat auf Bakterien des Magen-Darm-Trakts seien nicht bekannt. Dass das Herbizid mittlerweile auch in Menschen nachgewiesen wird, sei erwartbar und in geringen Konzentrationen ungefährlich. Klar ist, viele Rinder sterben. Und es liegen neue wissenschaftliche Erkenntnisse vor, die einen Verdacht auf Glyphosat lenken. Bis 2015 ist über die Neuzulassung von Glyphosat in der Europäischen Union zu entscheiden. Die Frage ist, wie man spätestens dann mit den Leipziger Ergebnissen umgehen wird.